Yo, Friends, was können wir uns denn noch angucken? Sollen wir uns hier Mei Jin hol die Bullen angucken? Die Bullen. Gibt's das Video überhaupt noch? Ich hab das Video. Tatsächlich, da ist es doch. Ah! Jebatsch! So, Freunde. Hol die Bullen. Mei Jin hol die Bullen. Das allererste Musikvideo von mir. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen muss, wie ich hier, keine Ahnung, also wir haben jetzt, es war so, wir haben ein Mädel bei uns gehabt, die hat so eine schöne Spiegelreflexkamera gehabt und ich habe zu ihr gesagt, hey, komm, ich trommel mal ein paar Jungs zusammen und du filmst uns mal. Und das war's und ich hatte keinen Plan, was wir machen, wie wir uns hinstellen, wie ich das schneiden muss, was und wie. Ich hatte einfach keine Ahnung. Ich wollte rappen. Ich wollte den Menschen zeigen, wer die Russlanddeutschen sind, wer die Aussiedler sind. Auf meine Weise halt natürlich. Gut, vielleicht ist das mir nicht gelungen, weil ich mit diesem Video auch ziemlich krass provoziert habe. Aber das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an und dann schauen wir, was Sache ist. Das Intro ist mega gewesen. Hat mir ein damaliger Freund gemacht, der mich dann zum Schluss verraten hat, sozusagen. Trotzdem bin ich ihm dankbar dafür, dass er mir das gemacht hat. Schöne Grüße. Du weißt, wer du bist. Straight. Leute, schaut mal. Das ist hier so das Polizeirevier bei uns. Und ich bin da einfach rein. Da war ich davor natürlich schon tausendmal, ja. Und da bin ich einfach rein und habe halt gesagt, komm, wir filmen das. Ich will so eine Szene haben. Ich bin einfach rein und die standen dort und haben mich halt angeguckt, was ich da will. Weil die kannten mich alle schon. Und dann bin ich einfach wieder raus und die haben einfach nicht kapiert, was das jetzt sollte. So herrlich, herrlich. Ja, da sind die krassen Motherfucker so. Guck mal, yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele waren wir da überhaupt? Ich schwör's, ich habe einfach gesagt, Jungs. Wir waren sowieso immer mit so 20 unterwegs. Da habe ich gesagt, Jungs, komm, wir treffen uns da und da. Ich will so ein Musikvideo drehen. Ja, was müssen wir machen? Ja, keine Ahnung. Stellt euch einfach hin. Ja, natürlich das Russia-Trikot. Das muss natürlich dabei sein. Guck mal, wie behindert die Qualität ist. Wie behindert die Qualität ist. Erstens beschissen geschnitten. Zweitens kein Grading oder irgendwas. Einfach nur abgefuckt. Und mittendrin unser Herr Undercover, der hier noch 20 Kilo weniger gewogen hat. Blöd. Bratan, wie lange ich dich schon kenne, das ist krass. Moment. Zurück, zurück. Wo war das? Zurück! Oh, jebat. So. Kurz mal aufzählen. Vitalka, Fetka, Ara, aka Arthur, Erich, Eugen, Alex, Steff, aka SK Karol. Jeder kennt ihn. Wofka, Fett hieß der, obwohl der fett ist. Ich hab den fucking Namen vergessen, Alter. Oh Mann, das ist so lange her. Dima? Vita? Keine Ahnung, die heißen eh alle gleich. Andi, auch ein Kumpel. Ah, der hieß auch Andi, stimmt, beide hießen Andi. So, jetzt. In so einer Penner-Ecke, da hier steht noch Cell Records, das war unser altes Label sozusagen. Die Line war geil. Ich lasse nichts auf mir sitzen, sehe ich aus wie eine Couch. Damals in der Zeit, wo die Vergleiche noch nicht so stark waren, das war eine heftige Line, so, obwohl die eigentlich total behindert und simpel ist. Das Ding ist, hier in der Umgebung gibt es nur Fotzen als Rapper. Sie stottern, sind Opfer, ich boxte sie gestern. Da gab es wirklich mit einem
ein Disput und den habe ich wirklich dann verkloppt, weil er was Größeres angestellt hat sozusagen. Deswegen auch die Line. Und hier haben wir uns natürlich so, er hat hier gewohnt, hier oben. Und wir haben uns so hingestellt, als ob wir hier irgendwie jemanden rufen und ihn mit Schlägen drohen oder sowas. Ach Gott, Alter, Leute. Ja, ich schäme mich selber, ja. Gibst du, dass wir vor deiner Haustür standen? Und dass du Schiss hattest, sie aufzumachen? Wer ist jetzt harmlos? Ein Schlag ins Gesicht und du wirst planlos und zahnlos wie ein Penner vom Bahnhof. Laber weiter, doch der stärkste Widerstand bin ich. So gesinnt, du gewinnst niemals gegen mich. Du hast schon wieder verloren. Schlag von hinten und du hast es vor dich hinter den Norden. Halt deine Schnauze. Als wir hier unten am Bahnhof waren, hier, Moment, hier unten, man sieht es nicht richtig, dort waren wir am Bahnhof und wir nehmen so voll die fetten Szenen auf, und auf einmal drehe ich mich so um und denke mir so, hä, der gehört doch gar nicht zu uns, und da steht der Schaffner neben uns und ich gucke den so an und der, na, ihr Halbstarke. Dann habe ich zu ihm gesagt, ey, was willst du hier? Was willst du hier? Gefällt dir das Video oder was? Du stellst dich da mittendrin, als wenn du da dazugehörst und wir filmen das. Verpiss dich mal so. Ihr seid so halbstarke, Irgendwas hat er gelabert, Alter. Ey, ich schwör's dir, ich hätte die Szenen benutzen dürfen, müssen. Den einfach mittendrin hingestellt, wie er so guckt. So mittendrin, wie er so da steht und nicht checkt, um was es überhaupt geht. Ich hätte sie nehmen müssen, Mann. Oder als Outtakes oder sowas. Das wäre auf jeden Fall geil. Schnauze. Die Aussiedler stehen hinter mir. Das ist es. Ich habe nie gesagt, die Russen stehen hinter mir. Ich bin Russe oder sowas. In keinem meiner Texte. Und da hat so ein anderer russlanddeutscher Rapper mal zu mir gesagt, weißt du, ich mache Rap auf Russisch, weil ich ein Russe bin. Und du musst auch Raps, deine Tracks auf Russisch machen, auch weil du ein Russe bist. Und dann habe ich dem gesagt, Digga, ich bin ein Russlanddeutscher. Habe ich das noch so behindert betont. Und dann mache ich meine Texte auf Deutsch. Und nicht so wie du. Er rappt heute gar nicht mehr. Und diese Flaggen, die wir da benutzt haben, das haben wir extra gemacht. Extra als zur Provokation. Das heißt jetzt nicht, wir sind Russen. Ja? Die Autos waren wirklich von uns. Es war jetzt kein geliehener Scheiß so. Das war so mein Auto. Das war von meinem Dad, das alte Auto. Das war von ihm hier das Auto. Und wie gesagt, die Russland-Sachen waren einfach nur als Provokation, so, weißt du, so Russland-Deutsche, dass man so diesen Zusammenhang erkennt. Aber es hätte ja schon, ich glaube, es hätte auch ohne Flaggen gelangt. Auf jetzt davon, hol die Polen, pass auf, denn die Aussiedler kommen. Doch wir regeln das allein, ohne Polizei, da wo die Aussiedler wohnen, 74572. Hol die Polen oder lauf jetzt davon, hol die... Diese wunderbare Lederjacke, das war so eine schöne Lederjacke, diese Lederjacke. Die hat so viel Geld gekostet, die war so wunderschön. Und dann hat sie eine Person blöd in die Waschmaschine reingehauen und die war hart wie ein Karton. Ich konnte sie nicht anziehen, die war wie ein Karton, blöd. Leute, stellt euch mal vor, ihr zieht was an und es ist wie eine verdammte Rüstung, Alter, die ihr nicht bewegen könnt. Ja, so haben wir sie dann beerdigt. Was? Dieser kleine übergewichtige Junge, das ist mein kleiner Cousin. Damals war er noch ziemlich klein und ziemlich dick, heute ist es nicht mehr. Und hier war so der Balkon von einem Kumpel, glaube ich. Und wir haben uns hingestellt. Ich habe gesagt, mach, stell dich da jetzt hin. Nimm das Teil jetzt hier. Mach, stell dich hin und guck böse und sowas. Dabei ist er total harmlos. Ja, ja, natürlich. Wodka saufen muss sein, natürlich. Ich bin ein Aussiedler und das bis in den Tod ist es nicht so. Herzukommen hat sich kein bisschen gelohnt. Wir sind nicht so, wie sie euch erzählen. Bist du so doof und glaubst den ganzen Scheiß? Doch wir werden nicht mal verschont. Und dann eine verfickte Wodkaflasche hinstellen. Wir sind nicht so, wie sie euch erzählen. Bist du so doof? Und dann eine Wodkaflasche hinstellen. Ich würde sagen, safe selbst ins Knie gefickt. Ach Gott. Und da hinten noch schön SSSR, blöd, hier SSSR. Nein, Mann. Für jede Kleinigkeit gibt es hier ein Verbot. Doch wenn du
so schlecht geht, gibt es nicht mal Hilfe in Not. Mann, wir sind euer Albtraum. Ihr hasst uns doch eh alle. Mann, wir sind Deutschland abschauen, doch sagen tust du nicht. Die mega Lichteffekte, habt ihr gesehen? Beleid, stopp, zurück. Moment, wo war das jetzt hier? Mann, wir sind Deutschland abschauen, doch sagen tust du nicht, weil du ganz genau weißt, dass der Aussiedler kommt und ihr gleich danach seid. Man zeigt sich mit uns anzulegen, wir haben keine Angst, um in den Kampf zu gehen. Nein, gegen euch, gegen dich, obwohl du bisher so hart bist, doch meine Einstellung ist, ich fick alle Nazis. Das Ding ist so, wir haben uns damals wirklich, wirklich, wirklich andauernd geschlägert. Andauernd. Immer wieder. Es war schon ganz normal. Also, es war ganz normal. Es war wie ein Ausflug. Na ja, komm, wir machen jetzt wieder Wochenende, Samstag, komm, wir fahren in den Park. Und so war das andauernd. Und vor allem, es war ziemlich oft so, dass die anderen angefangen haben. Aber, was heißt oft, also es gab auch schon oft Momente, wo wir es selber gesucht haben, so. Ich kann jetzt nicht sagen, nein, wir sind total unschuldig. Klar, ich meine, wenn jetzt jemand kommt und dich böse anschaut oder einfach nur anrempelt oder, keine Ahnung, nur irgendwas, du hörst von irgendjemandem, dass, hey, der Peter hat was über dich gesagt. Das haben wir natürlich nie auf uns sitzen lassen, so. Was, der Peter hat was gesagt, alles klar. Die hatten mal da so einen Bauwagen, hieß es, glaube ich. Und da kam mal einer zu mir und hat gesagt, ey, der und der vom Bauwagen hat gesagt, der fickt dich oder ein Kumpel, ich weiß es nicht mehr. Es hat keine 10 Sekunden gedauert, da waren wir dort und haben den ganzen Bauwagen auseinandergenommen. Aber mit allem drum und dran, wir haben die Scheiben sogar noch, wir haben einfach alles, das komplette Ding auseinandergenommen. Ja, man hätte es anders regeln können, einfach ein Gespräch suchen und sagen, stimmt das, hast du das gesagt? Wenn ja, wieso? Komm, wie können wir das irgendwie so klären? Keine Ahnung, irgendwie so normal, sag ich mal, ist, ohne hier die Leute zu verkloppen. Aber ich meine, gut, in dem Video schauen wir schon spastisch halbstark aus, aber so war das wirklich gar nicht. Also, es ging wirklich sehr oft richtig zur Sache. Wieso in dieser Gegend viel passiert? Die damaligen Deutschen leben wieder hier! Die damaligen Deutschen leben wieder hier. Oh, wurde ich dafür gehatet von meinen Landsleuten, Alter. Ja, wieso sagst du nicht die Russen? Wir Russen, bla bla bla. Nein. Weil ich bin Deutscher und ich stehe dazu und ich schäme mich nicht dafür und ist mir scheißegal. Und so war das damals und so ist das heute noch. Hol die Bullen oder lauf jetzt davon. Hol die Bullen, pass auf, denn die Aussiedler kommen. Doch wir regeln das allein, ohne Polizei, da wo die Aussiedler wohnen. 74572. Hol die Bullen oder lauf jetzt davon. Hol die Bullen, pass auf, denn die Aussiedler kommen. Für dich ist vorbei, hol die Polizei, etter Nachner Rott. 74572. Dieses scheiß Tattoo, Alter. Also, ich bereue es nicht, nein, weil das ist hier mein Geburtsort in Russland und das ist hier so der Ort, wo ich aufgewachsen bin, so. Und ich habe das extra bewusst russisch gemacht und sozusagen hier die deutsche Postleitzahl, weil ich wollte das Russlanddeutsche so durchbringen. Viele tätowieren sich ja immer nur irgendwelche Chinesen-Sachen oder irgendwas Russisches und sowas. Und ich dachte mir so, nein, ich stehe zu beidem. Und das ist mit mir, bleibt für immer mit mir und ich lebe damit stolz und mit erhobenem Hauptes. Ja? 4, 5, 7, 2. Ich sehe wieder Blaulicht, mein Puls erhöht sich. Weshalb es nicht mehr so schön ist, du kennst das nicht, weil du viel zu verwöhnt bist. Hockst den ganzen Tag daheim und hältst das hier für unmöglich. Doch, was? Die Bullen kommen, denn sie hassen uns, Jungs. Wieso? Einfach so, Mann, die haben keinen Grund. Also einen Grund hatten die bestimmt schon, aber es gab oft Momente, wo die grundlos uns blöd angemacht haben. Wir sitzen zum Beispiel bei uns am Jugendzentrum, also da, wo der Treffpunkt war. Wir chillen einfach nur ab. Und das Erste ist, da kommen die zwei Bullen, einer steigt aus und er fragt mich, was machst du hier? Geh doch einfach nach Hause. Und dann schaue ich ihn an, ich so, was machst du hier? Und dann sagt er, ich will es zitieren, ja, ich weiß es nicht mehr, so nach dem Motto und so, das geht dich nichts an, ich fahre hier Streife oder sowas, geh nach Hause, bla bla bla, du hast hier nichts verloren, so. Dann habe ich ihm gesagt, Alter, du kannst mich hier nicht wegjagen. Ich habe ein Recht darauf, hier zu sein, wie alle anderen auch.
und wir haben nichts gemacht. Und dann wurde er so lauter, dann wurde ich auch lauter. Und dann hat er gemerkt, so nach dem Motto, okay, wahrscheinlich hat er gemerkt, es bringt nichts. Oder hat gedacht, okay, bevor es jetzt noch irgendwas eskaliert oder keine Ahnung. Dann ist er einfach ins Auto eingestiegen mit seinem Kollegen und ist weggefahren. Und ich habe mir gedacht, wofür war das jetzt, Alter? Wofür? Und solche Sachen gab es halt immer wieder. Ich habe ein lebenslängliches Jugendzentrumverbot bei uns bekommen. Lebenslang halt, wie ich schon gesagt habe. Ich habe sogar einen Brief von der Stadt bekommen, mit so einem Plan, wo drauf steht, dass du da und da nicht mehr hingehen darfst. Das heißt, so eine Grenze, so eine Markierung. Und da darfst du dich aufhalten, da und da nicht. Und das gilt lebenslang, kann nicht widerrufen werden, bla bla bla. Jetzt vergeht eine Zeit und ich und ein Freund, der hieß Eugen, haben uns dort getroffen. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich stehe dort, also wirklich direkt an der Grenze mit einem Schritt über der Grenze. Und es ist ja ein Riesenareal, ne? Und mit einem Schritt stehe ich über der Grenze. Und es war 3 Uhr nachts. Und auf einmal raschelt es so extrem im Gebüsch. Und ich habe mir gedacht, what the fuck? Ein mutierter Igelblatt oder was ist da? Dann schauen wir da so hin. Und dann kommen 2 Polizisten aus dem Gebüsch. Richtig rausgekrabbelt. Leute, wie im Film. Richtig rausgekrabbelt, wie im Film. Jetzt kommen die und sagen so meinen Namen so. Grüßen mich, sagen meinen Namen. Und gehen weiter. Und ich dachte mir so, was war das, Blatt? Vergehen, Blatt, 3 Tage, 4 Tage. Ich putze gerade mein Auto. Kommt Polizei angefahren und ich denke mir so, oh mein Gott, nicht schon wieder, schon das 50. Mal jetzt im letzten Quartal. Und drückt er mir so einen Brief in die Hand. Ich gucke so auf den Brief, mache ihn natürlich gleich auf und da steht so, Strafe, bla bla bla, Bußgeld wegen Hausfriedensbruch. Und ich denke mir so, was für Hausfriedensbruch, was habe ich denn gemacht, Alter, was für Hausfriedensbruch? Und dann hat er wirklich ausgesagt, dass ich dort stand. Und es ja rechtlich gesehen die direkt an der Grenze ist und da, wo ich nicht hingehen darf. Und ich musste, ich will nicht lügen, oh, ich glaube 730 Euro bezahlen wegen Hausfriedensbruch. Ja. That's real, motherfucker. Ein Schlag auf die Nase, denn das ist Vernunft. Schau nicht weg, Deutschland, guck, das machst du auf uns. Ich kann's mir nicht leisten, obwohl's Wohnungen gibt. Und ihr wundert euch immer noch, wieso wir so sind. Damit war das Kriminelle gemeint, wieso wir so sind. Wieso wir kriminell sind, weil wir einfach, bleibt, kein Geld hatten. Und irgendwie mussten wir Geld machen. Weil es gibt Wohnungen, die kannst du dir nicht leisten. Aber ich meine, anstatt studieren zu gehen, ja, und irgendeinen fetten Job anzunehmen, daran denkt man ja nicht in der Zeit. Ja. Straight aus der Sparkasse raus mit einer Überweisung, um zu zeigen, blöd, ich hab kein Geld drauf. Kohle nicht stimmt, nur ein scheiß Aussiedler. Ohne einen Cent, also scheißen wir auf alles und holen uns das Geld. Wir werden weder gemocht, weder akzeptiert. Jeder wird hier gleich behandelt, jeder außer Bier. Hol die Bullen oder... SK motherfucking Carol. Nochmal. Jeder außer Bier. Hol die Bullen oder lauf jetzt davon. Hol die Bullen, pass auf, denn die Aussiedler kommen. Doch wir regeln das allein. Ohne. Ja, es war Wasser. Es war Wasser, ja. Ja. Polizei, da wo die Aussiedler wohnen. 74572. Hol die Bullen oder lauf jetzt davon. Hol die Bullen, pass auf, denn die Aussiedler kommen. Für dich ist vorbei. Hol die Polizei, etwa Ragnarok. 74572. Yo, Hauptsache nochmal fett die Reifen durchdrehen lassen. Ja, Friends, so war das damals. Diese Songs, die waren eigentlich nur so eine Art Provokation, sozusagen. Ihr wollt uns Russen nicht haben. Hier bekommt ihr die Russen sozusagen. Ich meine,
Heute würde ich das natürlich nicht mehr so machen, ja. Aber es ist das ganze Leben ist ein Lernprozess. Und hätte ich das damals nicht so gemacht, keine Ahnung, ob ich vielleicht diese Denkweise heute hätte. Naja, so war das damals. Also, haut da rein!